Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen und zu einer neuen Reiselust-Sendung nehmen wir Sie mit an den Starnberger See. Das heißt, rund um den Starnberger See werden wir Ihnen alles vorstellen, was es Schönes gibt, weil viele kennen ihn vielleicht gar nicht. Und wir haben als erste Station uns ausgewählt, und zwar das Schlossgut Oberambach. Da werden Sie sagen, Schlossgut Oberambach, ja, es hat was ganz Besonderes. Und zwar ist es ein Bio-Hotel. Und neben mir steht der Geschäftsführer Maximilian Schwabe. Maximilian, hallo. Wir haben uns schon kurz auf der ITB kennengelernt. Und du hast mir davon vorgeschwärmt, wie toll das bei euch ist. Und es stimmt auch. Es ist nur grün und nur toll. Aber Bio ist ja ganz groß im Kommen oder ist auch groß im Gespräch. Genau. Und bei euch ist alles Bio. Bei uns ist alles Bio, alle Lebensmittel und alle Getränke. Für uns schon seit jeher einer der wichtigsten Aspekte, weil wir einfach unseren Gästen nur das bieten möchten, was bei uns selbst auf den Teller kommt. Das heißt, ihr sucht alles hier aus der Region zusammen und nehmt euch von den Bauern und alles hier und dann wird es hier direkt verarbeitet? Genau, also machen wir natürlich möglichst wirklich regional. Klar, eine Ananas kommt jetzt vielleicht aus Übersee, aber ansonsten schauen wir schon, dass das alles hier direkt aus der Nachbarschaft kommt. Die Gäste, die zu euch kommen, das heißt, sie können auf der einen Seite auch Urlaub machen, auf der anderen Seite natürlich sich auch erholen und als drittes natürlich auch das Bio genießen. Merkt man denn den Unterschied, wenn ich jetzt ein Steak esse? Ja, ich würde sagen, es schmeckt einfach nochmal besser. Also ganz ehrlich und ganz klar, das Biofleisch ist intensiver vom Geschmack her. Also jeder, der es einmal wirklich getestet hat, wird sofort sagen, okay, ja, da ist nicht nur, da steht nicht nur Bio drauf, sondern da ist auch Bio drin. Wann kam denn die Idee dazu? Das war seit jeher so. Also mein Vater hat schon Bio-Großhandel und Bio-Läden gehabt in Berlin und in München vor über 20 Jahren. Und es war seit jeher eigentlich für uns, es kam nichts anderes in die Tüte. Wie sieht's denn da aus, wenn ich abends dann zu meinem Steak ein Weinchen trinken will? Auch Bio? Wir haben wirklich hervorragende Weine, ja, teilweise auch prämierte Weine. Und mittlerweile muss ich da keinen Bio-Wein mehr verstecken. Jetzt hast du mir vorhin ein Geheimnis verraten. Das heißt, ihr habt ein neues Bier gebraut, ein Bio-Bier. Ja, genau. Also wir haben es nicht selbst gebraut, aber unsere langjährigste Mitarbeiterin, das heißt Kraftbier, kommt aus München, ist das erste Bio-Bier aus München. Und Geschmackserlebnis absolut genial. Jeder ist wirklich begeistert. Sollte man mal probieren. Wenn ich jetzt hier bin und mich so ein bisschen eingelebt habe, wohlfühle, was kann ich denn alles machen? Ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen Wellness, ihr habt den Starnberger See im Hintergrund, man kann schwimmen gehen. Ja, genau. Und muss ich eigentlich noch irgendwas anders haben? Also bei uns ist einfach erstmal das Erste, die Natur zu genießen. Wir haben hier 50 Hektar Wald und Wiesen. Das ist natürlich absolut genial. Da kann uns keiner Lärm machen, da kann keiner reinpfuschen. Wir haben hier super schöne Parkanlagen, kann man liegen, man kann in den See gehen, wir haben ein eigenes Seegrundstück, einen eigenen Schwimmteich, an dem man liegen kann, Fahrräder zum Ausleihen, Elektroräder. Und es gibt hier einfach in der ganzen Gegend auch sehr schöne Museen, viele tolle Kulturspektakel zu sehen. Ist auf jeden Fall mal ein Urlaub wert. Genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, man unterschätzt den Starnberger See, weil meistens immer vorbeifahren, entweder nach München oder nach Garmisch, aber Genau. Wenn man hier mal Station macht und um den See rumfährt, dann braucht man schon ein bisschen Zeit, bis man alles gesehen hat. Ne? Ja, und wir sind in der Tat auch ein bisschen versteckt, muss man sagen. Einerseits leider, andererseits ist es unser großer Pluspunkt. Viele kommen aus München raus, kennen uns gar nicht, fahren hier durch Zufall vorbei oder haben von uns gehört und man kommt von der Landstraße auf unser Anwesen gefahren und es ist wie so ein kleines Wow-Erlebnis, weil hier einfach eine grüne, abgeschiedene Insel für unseren Gästen zur Verfügung steht. Und das ist für viele einfach was ganz besonders Tolles. Also liebe Zuschauer, ich würde sagen, machen Sie sich einfach auf, wenn Sie noch nichts vorhaben jetzt im Urlaub oder auch die nächsten Zeit, fahren Sie einfach mal hier vorbei, schauen Sie sich an und Sie werden genauso begeistert sein wie ich, weil es ist einfach traumerfüllend, pur Natur. Fuchs und Hase sagen sich hier guten Nacht und guten Morgen und Sie können trotzdem alles das erleben, was Sie gerne möchten und wir laden Sie ein.